Ich bin richtig dumm gestorben. Und hab richtig viele Seelen verloren. Das Bonfire-Ding habe ich nicht erreicht. Wow. Ehrlich gesagt erinnere ich mich auch nicht mehr an den Weg. Kommt der Pursuer? Aber wenn ich hier reingehe, dann verschwindet er wieder. Ich möchte ihn jetzt nicht wirklich bekämpfen. Da verschwindet er auch schon wieder. Ach, hier bin ich. Hier wollte ich ja sowieso hin. Nur noch nicht so früh. Hier ist nämlich ein Estus Flask Ding. Wenn ich mich nicht irre. Und eine große Titanitscherbe. So, das Problem ist, ich erinnere mich nicht mehr an den Weg. Man kann das Ding hier anzünden. Dann verschwindet der von dem Ding. Von seiner Truhe, dann kann man seine Truhe looten. Sind das etwa schon die Auswirkungen von der Adaptability? Kann man hier rein? Ach, die Tür ist zu. So, das Ding ist, ich will hier eigentlich noch gar nicht hin. Eigentlich. Es sind 26.000 Seelen wieder, die ich verloren habe. Beziehungsweise die ich noch zurückholen kann, wenn ich wüsste, wo es ist. Also hier ist es nicht. Hätte ich das... Oh Gott. Hätte ich das beim anderen benutzt, hätte ich zwar jetzt meine Seelen, aber ich könnte hier nicht rein. Oh Gott, sind das viele.
sind halt schon eine Menge. Wieso geht denn das Schwert so schnell kaputt, ey? Jetzt, wo ich das Feuerschwert nicht mehr habe. Oh shit. Noch mehr von euch. Ist das ein Boss? Oh, du Wichser. Habt ihr das gesehen? Die gehen alle nicht auf. Da ist eine Seele. Ich glaube, hier kann man jemanden beschwören. Aber den Boss will ich nicht machen. Aber gut zu wissen, dass ich den Weg jetzt schon mal freigeschaltet habe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, hier ist eine Leiter. Jetzt habe ich es wieder so zu schnell weggeklickt. Kacke. Das ist die Tür unten, wo man so runterspringen kann. Was wir uns vorhin auch schon mal angeschaut haben, aber... Ah, okay. Alles klar, ich habe immer noch keine Ahnung, wo es lang geht. Nach oben geht ja nix. Die Tante ist auch weg. Ich muss vielleicht ein bisschen aufpassen. Ach so, oh. Fuck. Ich bin hier falsch. Ich habe mich komplett verlaufen. Und es ist ein richtig, richtig weiter Weg. Bis dahin habe ich bestimmt schon wieder 26.000 Seelen gesammelt. Oder ich bin gestorben bis dahin. Ich würde mal sagen, ich reste hier. Muss ich mich zwar wieder durchkämpfen, aber egal.
Verpiss dich, bitte. Oh shit. Explodieren nur die, die so ein Ding im Bauch haben. Der Weg wird so steinig und schwer. Also das hier hätte ich nicht öffnen sollen. Weil da kriege ich nur... kriege nur so einen Kackstein zum... zum Neuskillen. Richtig dumm von mir, wie ich die Seelen verloren habe. Ist hier vielleicht ein Durchgang? Weiß ja nie. Ich weiß nicht, in welchen Winkel man stehen muss. Na gut. Hier vielleicht? In diesem Gebiet gibt es richtig viele. Hier sowieso nicht. Hier auch nicht. Hier in diesen Gängen auch nicht. Muss ich aufpassen. Das ist ein Bonfire Aesthetic. Was da liegt, aber das hole ich mir nicht. Brauche ich nicht. Kunst ist es jetzt halt nicht zu sterben. Ah, ich bin da. Ja, Mann. Ich setze zur Sicherheit noch mal ein Dingens ein. Ein Lebensstein.
Den Dude. Der hat mich runtergekickt. Man sieht meine Seelen hier. Oder auch nicht. Hier hinter ist einer und der kam von hier und. Ich schon direkt Panik, wenn ich sowas sehe, ey. Geht hier um sehr viele Seelen. Und ein Human Effigy. So, Bogenschütze. Die Pfeile fresse ich einfach. Zum Glück habe ich davon so viele. Also hier kann man auch droppen. Raus zur Seite. Hier ist nämlich ein Item. Den müsste man jetzt so raus, glaube ich. Nee. Ah, hier. Jetzt. Dann könnte man das Item sich holen. Hier falsch. Das Bonfire ist ganz oben. Unten ist auch ein Bonfire, aber das ist so eine Sache. Es führt auch direkt zu einem Boss. Ah, hier. Bonfire. Ach du Scheiße. Gargoyles, ganz da hinten. Ich muss zu den Gargoyles. Ich will die Gargoyles besiegen. Also es gibt hier. Ups, nee, Moment. 40.000 Seelen, ey. Ohne Boss. Es gibt hier. Lass mich überlegen. Drei Bosse. Also hier in der näheren Umgebung. Ein Boss. Eine Bossbegegnung besteht aus so drei Bossen. So. Halt so drei. Sehr große Ritter. Sehr dünne, aber auch sehr große Ritter. So 4 Meter groß, aber so breit wie ich. Also solche Bodenstangen. Davon 3 Stück, glaube ich, oder 4. Moment. Lasst mich überlegen. Wie viel sind's? 5 Skills. Uiuiui, 5 Punkte. Lass mich überlegen. Da ich noch keine Waffe habe und das Leveln hier auch recht fix geht, ist das egal. Oh, auch sehr passend. Vorher mache ich aber Sünde. Ich glaube von hier, dann ja. Dann kann ich diesen einen Boss und dann. Wir haben ja genug Menschenabbilder. Human Effigies. Haben jetzt auch schon fast eine halbe Stunde hinter uns.
Er hat mich einfach noch getroffen. Wow. Na gut, ich habe 6. Ah, ich habe sogar noch einen Schaden mehr. Scheiße. Egal. So viele brauchen wir nicht. Na gut, kaum Seelen. Alles okay. Alles im Griff. Den Boss werde ich noch machen. Ich weiß nicht, wo die Gargoyles sind. Die müssen ja auf dem Dach sein von irgendwo. Guck mal, das ist plus 3. Das ist plus 6. Okay. Plus 4 wären knapp über 100. Das. Okay, ich muss die, glaube ich, ein bisschen. Ich muss die einzeln erledigen. Dafür geht man hier lang. So. Kommt her. Was ist das für eine Rolle, ey? So, lass mich überlegen. Ist immer noch? Oder wie? Bisschen besser, aber den guten Stuff behalten wir schon später. Da höre ich schon ein paar. Sind aber halt nicht alle, sondern nur 3. Das ist ein Helm. Wow, der ist schwerer und schlechter. Wow. Okay, das sind nur 2.
das wird ein heftiger Krampf. Geil. Wie es einfach drei Stück sind, Mann. Ja, einer ist tot. Wow. Sollten aber langsam die letzten sein. Pilgerin Belclair. Ich denke mal, unten ist kein Summon Sign. Ja, mit vier Estus wird schon irgendwie klappen. Oh Gott. Okay. Nehmen wir den in Angriff. Dankeschön. So. Das Ding ist, hier sind überall. Da ist eins.
ist zu. Ist hier nur eins? Hier geht's so einfach wieder hoch, ne? Du Bastard. Ich weiß nicht, was für ein Item das da ist. Ach, das ist ein Heimkehrknochen. Ich erinnere mich. Ja. Nächstes Bonfire. 34.000 schon wieder, ey. Richtig nice. Mit meinen Waffen komme ich nicht so klar, nicht so aus. Von der Haltbarkeit her. Die gehen voll schnell kaputt. Finde ich, ist eine nicht so geile Mechanik hier in dem Spiel. Ups. Jetzt müsste ich 7 haben. Und, ja. Ein plus 1 gibt's auch noch irgendwo. Stimmt. So, ich habe geguckt, ich bin gar nicht so hoch gelevelt. 78, das ist gar nicht so viel. Ich habe da einen Walkthrough gesehen von einem, der das 1000 Mal schon gespielt hat und der ist nicht viel. Der ist nicht viel niedriger. Der war auch so um die 70 rum. In diesem Gebiet. Also. Ja. Das heißt, ich bin nicht so overleveled. Und meine Waffen sind sowieso nicht overleveled. Jo. Nee, danke. Obwohl? Den kann ich ja jederzeit. Das ist nicht das Problem. Hier habe ich halt keinen Lockstone. Oh, eine große Keule. Wiegt 12. Ach du Kacke. Hier ist aber ein Durchgang. Scheiße. Zu einem Boss, glaube ich. Fuck. Woher kriege ich jetzt einen Lockstone her? Fuck. Nochmal alle Händler abklappern. Ich habe ja 8000. Seelen. Wo habe ich denn 8000 her? Was habe ich denn gemacht, dass ich... Ach, das war wahrscheinlich knapp ein Level verpasst. Kein Duftzweig, kein Lockstone. Ich würde eventuell... Hätte ich schon Bock drauf. Auf den Hammer. Ja, Keule. 26. Würde ich schon gerne mal testen. Moment.
Verkauf die Katze vielleicht. In Lockstone. Das ist das falsche Haus. Oh, Moment, ich probiere es mal an denen aus. Zieht gar nicht so viel. Oh, sich verarschen? Gibt's hier überhaupt irgendwas? Ja, ne, ne. Waffen reparieren. Zum Glück habe ich die Seelen noch nicht ausgegeben. Das Reparieren ist bestimmt teuer. So. Schaue ich mal, wie viele Seelen ich brauche. Für Level-Ups mittlerweile. 9000. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.